Hehlerware. Solche Tomaten dürfte es gar nicht geben. Sie sind schutzlos, nicht registriert, nicht anerkannt vom Staat. Die Züchterin ist organisiert in einer Gartenguerilla. Ein herzliches Willkommen allen Gästen zu diesem schon traditionellen Tomatenfest. Die Vielfalt ist wieder groß, wie jedes Jahr. Das Ganze hat einen politischen Hintergrund. Wir haben nämlich in Deutschland Gesetze, die das für verboten erklären, was wir hier präsentieren. Es gibt Gesetze, die verbieten, mit alten Sorten und deren Saatgut Handel zu treiben. Stimmt das? Kann es wahr sein, dass in Deutschland das Saatgut dieser uralten, verrückten, vielfältigen Tomatensorten nicht verkauft werden darf? Ja, das könnt ihr probieren. Das ist diese Sorte, ist da aufgeschnitten. Alles verboten. Vielfalt und guter Geschmack locken Menschen von weit her nach Schandela, in ein Dorf bei Braunschweig. Sie suchen das Besondere, das Andere, das, was zunehmend verschwindet. Ja, klar. Ganz toll. Ja. Es gibt 15.000 Tomatensorten auf der Welt. Uschi Reinhardt zeigt davon 80, die es bei uns nicht geben darf. Sie verkauft die Saat ihrer Züchtungen für Balkon und Garten trotzdem. Die sollen alle besser schmecken in Patten. Ein bisschen herb, ne? Aber so richtig tomatisch, ne? Diese Tomaten sind anders. Sie sind weder wässrig noch uniform. Normalerweise sind die ein bisschen größer, ne? Das sind jetzt kleine niedliche Endfrüchte. Wenn man die in Scheiben schneidet, sieht das aus wie ein Blümchen auf dem Teller. Ja, wir müssen auf jeden Fall eine ganz große Auswahl mitnehmen. So soll das sein. Ja. Lecker. Ja. Die ist schon schön, ja. Die würde mich sehr reizen. Ja. Wir hatten das. Können wir mal fragen. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, ja. Hier steht die Frau, die alle gezogen hat. Die da. Interessiert mich sehr. Sie wird auch jetzt in Europa zugelassen als Amateursorte, aber. Als Amateursorte? Was heißt das? Also es gibt Gesetze, die verbieten, mit diesen alten Sorten oder diesen nicht zugelassenen Sorten Handel zu treiben. Und als das Gesetz entstanden ist, das war um die 1930er. Da waren wir darauf angewiesen, wirklich uns selbst zu versorgen. Und seitdem gibt es dieses Gesetz und wird nicht abgeschafft. Und ich lasse mir das seit 20 Jahren nicht gefallen. Seit 20 Jahren Geschichte. Mit dieser Vielfalt. Ich habe also in meinem Leben schon öfters die Leute aufgefordert, mich doch mal anzuzeigen. Aber den Mut hat eigentlich noch keiner gefunden. Und ja. Mal sehen, was kommt. Sie sind kriminell. Ja, ich bin kriminell in meinem ganzen Handeln. Trotzdem fühle ich mich sehr, sehr wohl dabei. Was sind das nur für Menschen, die vorsätzlich geltendes Recht brechen? Reinhard Lühring ist auch so einer. Grünkohlzüchter aus Ostfriesland. In seinem Garten wachsen Pflanzen, die ohne ihn wohl ausgestorben wären. Also die ganzen Grünkohlsorten sind nicht aus Nostalgie erhalten worden, sondern weil die immer gegessen wurden, weil das lecker ist, weil das gelebt wurde. Das sind alles Sorten, die ich hier in Ostfriesland gefunden habe. Also, die sind alle von meist älteren Leuten jedes Jahr immer wieder angebaut worden. Die haben da selber Saatgut von gemacht. In jedem Dorf hat sich
praktisch eigene Grünkohlsorten entwickelt. Also das hier ist die sogenannte rote Palme. Da war nur das Problem, dass der Kohl nicht standhaft war. Der kippte immer um. Und dann habe ich den mit der ostfriesischen Palme gekreuzt. Und jetzt sieht er wieder klasse aus und steht wunderbar. Dieser Grünkohl hier, das ist der sogenannte Diepholzer Dickstrunk. Das ist eigentlich so ein langgezogener Kohlrabi. Also da kann man auch den ganzen Strunk essen. Das wurde aber als Futterpflanze verwertet. Und den hat halt jemand tatsächlich aus Nostalgie erhalten, weil er da als Kind immer drin gespielt hat. Und dann hat er immer noch wieder Saatgut davon gemacht. Und ich war total froh, weil ich sonst nirgendwo diese Pflanze wiedergefunden habe. Alte Kartoffelsorten dürfen angebaut und verkauft werden. So wie es Carsten Ellenberg macht. Der Biobauer kommt aus der traditionellen Landwirtschaft und dachte lange, mit dieser Knolle kennt er sich aus. Ich habe als Landwirt ja mit Kartoffeln zu tun gehabt in meiner Ausbildung und als Kind auch schon. Und habe da aber auch nicht gewusst, dass es blaufleischige, rotfleischige Kartoffeln gibt oder früher gab oder so Hörnchen oder gebogene Kartoffeln. Das hat mich so fasziniert, dass ich sagte, ja Mensch, das baue ich doch auch wieder an. Wir haben also angefangen, alte Sorten mit neuen Sorten zu kreuzen. Wir haben Wildkartoffelarten mit eingekreuzt. Und Ziel ist es, eine gewisse Vielfalt aufzubauen. Diese Vielfalt soll natürlich anbaubar und lagerfähig sein und verkaufbar und gut schmecken. Und hier mit dieser Heiderot, das ist eine Sorte, die praktisch auch innen rotfleischig ist. Und sie schmeckt sehr lecker und ich denke, die kann man vielleicht auch ganz gut verkaufen. Das schauen wir mal. Ich bin ein ganz gesetzestreuer Bauer, arbeite streng nach Vorschriften. Aber ich sehe auch, wo praktisch Rahmen bestehen, die es ermöglichen, auch ein bisschen anders zu arbeiten. Das nutze ich halt. Letztendlich bin ich ein freier Bauer. Ich lasse mich da nicht knebeln. Und gute Sachen, gesunde Lebensmittel lasse ich mir nicht verbieten. Einmal im Jahr begegnen sich Traktoren aus ganz Deutschland in Berlin. Natur-, Umwelt- und Tierschützer protestieren auch gegen das Sortenschutz- und Saatgutverkehrsgesetz. Die Demonstranten ziehen durchs Regierungsviertel. Vorbei auch am Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, das aus ihrer Sicht den restriktiven Umgang mit alten Sorten stützt. Laut Gesetz muss Kartoffelbauer Ellenberg die Kunden darauf hinweisen, die Knollen nur zu essen, sie aber auf keinen Fall selbst anzubauen. Wir müssen die Vielfalt unterstützen, Kinder. Wir wollen dicke, fette, schmackhafte, braune, violette, gelbe, grüne, getigerte. Die Protestveranstaltung ist ein Sammelbecken von vielen Organisationen unterschiedlicher Art. Im Kern fordern alle dasselbe. Vielfalt statt Einfalt. Zuständig für die Zulassung von Nutzpflanzen ist das Bundessortenamt. Hier in der Außenstelle bei Magdeburg werden Kartoffelsorten klassifiziert und beurteilt. Es gibt festgelegte Kriterien wie Schaligkeit und Farbe, Augentiefe und Form. Sehr rund oval. Ja, nicht ganz rund, aber rund oval 2. Sehen wir die zu rund oder ist es auch eher rund oval? Na, das ist schon rund, weil guck mal. Die Form ist ja so, da ist das Nabelende und hier. Und dann ist die ja schon platt, ja. Also rund. Rund. Eins. Die Prüferinnen vergeben Noten für die einzelnen Eigenschaften, von 1 bis 9. Die beste ist eine 9, die schlechteste eine 1. Ein feines Beurteilungsraster. Dann haben wir die 1376. Am Ende wird alles addiert und so ermittelt sich die Qualität einer Kartoffel. Naja, rund, aber die ist rund oval. Ja, hier sind rund ovale dabei. Die Mehrheit, na, nehmen wir doch rund oval 2. Die Augentiefe. Na, ist schon ein bisschen. Ist auch etwas tiefer. Tiefer, ja. 4. Ja. Die 1338. Das ist jetzt aber eine schöne Runde von der Form. Mhm.
rund. Leiter der Außenstelle Magdeburg ist Hans-Horst Borg. In der Registratur ist jede noch so kleine Auffälligkeit vermerkt. Borg kennt alle Kriterien, um eine Pflanze objektiv zu bewerten. Wir haben die Beschreibung an morphologischen Merkmalen. Wir haben Beschreibung des Lichtkeims mit 11 Merkmalen in Größe, Form und weiteren Bestandteilen, Behaarung des Unterteils, Oberteils, Wuchstum des Oberteils. Wir beschreiben die Pflanzen, Laubstruktur, Wuchsform, die Anthocyanfärbung des Stängels als Beispiel. Wir beschreiben die Knolle, sodass wir insgesamt 42 Merkmale haben, die man ermitteln kann, während Geschmack doch einen gewissen subjektiven Charakter trägt. Und das ist kein Bestandteil unserer Prüfung für die Registerprüfung. Bei der Zulassung einer Kartoffelsorte durch das Bundessortenamt spielt der Geschmack keine Rolle, weil er nicht objektiv messbar sei. Kartoffeln schmeckt grundsätzlich nicht wie Kartoffeln. Von der Genetik her, dann vom Anbau her, vom Klima her, vom Jahrgang her ist es unterschiedlich. Aber natürlich von der Genetik her, was die Kartoffel als Sorte mitbringt. Und da tauchen dann Nuancen vom Geschmack wie erdig, kräftig, herb, leicht nussig, auch ein bisschen süß bei einigen Sorten, sodass da verschiedene Vokabeln gebraucht werden können, sodass man dann den Kunden das auch etwas empfehlen kann. Aber schmecken muss jeder das selber auch. Und jeder schmeckt das auch wieder so ein bisschen anders. Carsten Ellenberg darf seine alten Sorten nur zum Verzehr verkaufen. Unsinnigerweise dürfen seine Kunden sie nicht anpflanzen. Dabei fände er das gut. Die Vielfalt ist ja verschieden von der Farbe, Form und Geschmack. Und die Reglements beim Bundessortenamt sind ja mehr einfältiger. Sodass, wenn zum Beispiel hier beim Angeliter Tannenzapfen tiefere Augen sind, die beim Schälen natürlich etwas schwieriger sind, genau zu schälen. Man hat mehr Schälabfall. Da hätte sie praktisch Minuspunkte. Und die Kartoffelsorte müsste in der Prüfung beim Bundessortenamt anderswertig Pluspunkte haben, das auszugleichen. Für mich wäre das gleichfällig. Also das ist kein Kriterium, eine Sorte nicht anzubauen oder nicht zu verkaufen. Letztendlich soll der Markt ja entscheiden. Und wenn ein Kunde sagt, die will er nicht kaufen, dann ist es ja legitim, ist in Ordnung. Und wenn da alle Kunden das sagen, sie wollen sie nicht kaufen, dann kann ich sie nicht verkaufen, dann baue ich sie nicht an. Aber wenn dem doch anders ist, manche sagen, das ist einfach lustig oder es ist lecker, die schmecken gut, das ist einfach wunderbar, dann darf es kein Kriterium sein, dass es verhindert, dass diese Kunden dieses essen dürfen. Letztendlich heißt es ja auch, wer bestimmt, was wir essen dürfen. Und ich bin als Landwirt ja auch Unternehmer, ich möchte ja das verkaufen können. Und wenn ich dies verkaufen kann und dann Amt sagt, bloß nicht, dann kann ich es nicht verstehen. Dann sind wir nicht in einer freien Marktwirtschaft, sondern dann haben wir ein Diktat von der Politik, von anderen Leuten über das Bundessortenamt oder so. Und das, denke ich, da müssen wir aufpassen und dann zur Not auch uns mal gegen wehren halt. Ellenberg hat viele Kartoffelsorten gerettet, weil er diese auch ohne Sortenschutz weiter anbaut. Er beliefert Kantinen, Biomärkte und Restaurants. Mitten im Dorf liegt der Garten von Uschi Reinhardt. Hier zieht sie ihre Tomatensorten, die alle eines verbindet. Es sind ausschließlich Sorten, die nicht mehr im Handel sind, mit denen ich mich beschäftige. Die sind ja per se in Gefahr, weil sie von niemand anderem genutzt werden. Wir erhalten ja Sorten, die nicht gehandelt werden dürfen. Also als Saat nicht, wie sollen die dann in den Supermarkt kommen? Die Biosorten sind auch ganz normal zugelassene Sorten. Zum größten Teil sogar nicht samenfeste Sorten. In Deutschland gibt es 43 zugelassene Sorten, davon 10 alte. Die meisten sind nicht samenfest. Es lässt sich aus ihnen also kein Saatgut machen. Diese pfirsichfarbene Sorte, die kommt aus England und hat einen weißen Flaum, den man aber beim Essen, genau wie beim Pfirsich, nicht als unangenehm empfindet. Also die Tomaten unterscheiden sich halt in Farbe, in Form, in Geschmack, in Größe, in Konsistenz, Geruch nicht. Tomaten riechen nicht, sondern nur die Stängel. Sobald auch nur Kelchblätter dran sind oder Blätter mit dran sind, Stängel mit dran sind, dann nimmt man den Tomatengeruch wahr. Eine Tomate riecht nicht nach Tomate. Und deswegen werden die Tomaten heute als Rispentomaten im Handel angeboten, damit man den Leuten, den Kunden, Geschmack vorgaukelt.
Das ist Betrug am Kunden, am Verbraucher. Tomaten haben keinen Eigengeruch. Genauso wenig sind sie alle rot und rund. Das Sortiment, was in den Supermärkten angeboten wird, ist eines, was auf den ersten Blick sehr vielfältig aussieht, aber wahrscheinlich nicht in Wirklichkeit richtig vielfältig ist. Weil die moderne Züchtung, das sind alles moderne Sorten, die bauen immer wieder auf bekannte Sorten auf, die man endlos miteinander verkreuzt. Saatgutherstellung war eine Tradition, die über Jahrhunderte von Eltern an ihre Kinder weitergegeben wurde. Besonders in Ostfriesland. Hier hatte jede Familie ihre Grünkohlsorte. In Deutschland sind heute noch zwei Grünkohlsorten auf dem Markt. Und ganze vier Amateursorten haben eine Zulassung für den privaten Anbau. Die Kulturpflanzen haben ja nicht irgendwelche Saatgutzüchter entwickelt. Das waren die Bauern und die Gärtnerinnen, das waren alle, die Gemüse gegessen haben. Die haben das entwickelt. Und es ist auch nicht so gewesen, dass es immer nur direkt an die Kinder weitergegeben worden ist. Oft sind die Sorten auch an die Nachbarn gegeben worden oder in die Verwandtschaft. Das ist ganz normal gewesen, dass die Leute auf dem Geburtstag erzählt haben, oh, mir sind die Buschbohnen sind nichts geworden. Hast du noch welche? Hast du noch ein paar Körner? So, ne? Also so, man hat das ja immer getauscht. Das wurde auch nicht verkauft. Es wurde immer verschenkt. Es wurde immer einfach weitergegeben. Ich habe hier in Ostfriesland an die 200 Gemüsesorten gefunden, alte Sorten. An die 30 Grünkohlsorten, dann 20 Zuckererbsensorten, ganz viele Bohnen, die es so im Handel nicht mehr gibt, die nur von meist älteren Leuten erhalten wurden. Und diese Sorten, die kann man so gar nicht vermarkten alle, weil die sich zum Teil auch nur ganz gering unterscheiden. Und diese alten Sorten, die möchte ich wieder unter die Leute bringen. Auch Carsten Ellenberg hat ein Archiv, seine eigene Samenbank. In steriler Umgebung konserviert er viele alte Sorten und bewahrt seltenes Saatgut vor dem Verschwinden. Uschi Reinhardt lagert ihre Schätze auf der Diele. Dunkel, kalt und trocken. Ganz so, wie es unsere Vorfahren gemacht haben. Seit Anfang der 90er Jahre bewahrt sie in diesen Filmdosen das Saatgut von 350 Tomatensorten davor, verloren zu gehen. Sorten, die allesamt keine Zulassung haben und kaum in einer Genbank zu finden sind. Im Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung sitzt Peter Bläser. Der Staatssekretär ist sich sicher, dass keine alte Sorte verloren geht. Wir haben ja von Tausenden von Nutzpflanzen Proben in einem sogenannten Saatguttresor in Spitzbergen, den wir aus Deutschland aus mitfinanzieren, untergebracht, um auch für die Zukunft alle möglichen Sorten auf der ganzen Welt werden dort eingelagert, zu schützen, um sie jederzeit regenerieren zu können, falls man sie mal braucht. Falls mal eine ausstirbt oder irgendwas anderes damit passiert. Auf der Insel Spitzbergen steht dieser Saatguttresor, eine Art Arche Noah für Pflanzen. Millionen Samenproben aus der ganzen Welt werden dort konserviert.
Im Permafrostboden, den die Klimaerwärmung langsam aufweicht. Bestellen können Kleingärtner hier nichts. Wo sind denn die alten Sorten? Kann ich denn zur Genbank gehen und sagen, ja, ich hätte jetzt gerne mal 10 verschiedene Grünkohlsorten? Die gibt's da ja gar nicht. Die hat ja niemand gesammelt. Das ist ja gar nicht vorhanden. Da hat sich ja der Staat gar nicht drum gekümmert. Das machen wir ja. Zwei Mitarbeiter beschäftigt Reinhard Lühring. Sein Saatgut vertreibt er über einen Verein von Gleichgesinnten. Online. Das reicht für 100 Pflanzen. Das hat eine Keimfähigkeit von 90%. Okay. Also, und darum kommt da 0,8 Gramm rein. Wir verkaufen ja unser Saatgut an Privatleute, die Kleingärten haben oder Balkone. Also, die das im Kleinen machen. Und da bieten wir Portionsgrößen an, was halt für eine Familie reicht. Also, dass man so viele Pflanzen anbauen kann. Also bei den Tomaten zum Beispiel, da sind pro Sorte, kann man da 15 Pflanzen von machen. Und das ist schon ziemlich viel. Wer stellt sich schon 15 Pflanzen auf den Balkon von einer Sorte? Es ist einfach tatsächlich auch viel Handarbeit. Diese ganze Saatgutreinigung, Aufbereitung, Abfüllen, das ist einfach total, da ist man einfach sehr nah dran. Das ist auch so ein Vorkriegsmodell irgendwie. Aber für uns leistet sie halt super Dienste. Es gibt heutzutage auch eine Technik, die macht das per Fotozellenauslese, aber ja, so eine Maschine, das können wir uns nicht leisten, sozusagen. Carsten Ellenberg kämpft mit seinen Mitteln gegen die Großen in der Zuchtbranche, die, anders als er, Millionen in die Forschung stecken. Im großen Business vom Saatgut erfährt man, dass immer weniger Sorten auf dem Markt sind und auch immer weniger Züchter die Sorten regeln, sodass also die drei, vier größten Saatgutkonzerne schon über 70% Marktanteil vom Saatgut haben und sie weltweit bestimmen, wer was essen darf. Und deswegen habe ich auch angefangen mit der Kartoffelzucht, weil wenn es kein anderer macht, eine gewisse Vielfalt aufzubauen, die dann auch vom Markt gewünscht wird, weil wenn der Markt aufgeklärt wird, möchte er es ja auch zum Teil. Wenn ich es nicht mache, wer macht es dann? Ja, ich schneide kleine Kartoffelpflänzchen klein. Das ist wichtig zur Erhaltung der Sorte, weil sie hier hochwächst. Und das ist auch wichtig zur Vermehrung der Sorte. So kann ich also viele tausend kleine Pflänzchen schneiden, sie wachsen lassen und nachher ins Gewächshaus pflanzen. Und das sind ja natürliche Klonen, eine Art Stecklingsvermehrung. Und so kann ich die Sorte erhalten und eigentlich ewig. Und wenn ich kein Pflanzgut einkaufen kann einer Sorte, dann kann ich mir das Pflanzgut so selber produzieren. Ich kann ja tausende Sorten erhalten, macht natürlich Arbeit, ich muss ja auch rechnen und bin dadurch unabhängig. Und das macht Spaß. In Deutschland sind 210 Kartoffelsorten angemeldet. Alles Neuzüchtungen. Ganze 4 alte Sorten sind als sogenannte Erhaltungssorten registriert. Die hier haben wir gesagt weg, oder? Der könnte noch bleiben. Ja, der sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Ja. Und diese könnten wir dann nämlich weiter zur Zucht verwenden, eventuell. Darum geht es mir ja auch, ne? Also diese würden wir nicht im Verkauf, das wäre zu klein und auch nicht so ertragreich. Wir züchten ja Kartoffeln für den ökologischen Landbau, also vitale Sorten, die ohne chemische Hilfsmittel dann auch gut wachsen. Und dabei entwickeln wir gleichzeitig auch eine Vielfalt, was auch unser Zuchtziel ist, von Farbe, Form bis hin zur Vielfalt des Geschmacks. Eigentlich ist der Geschmack das Allerwichtigste. Aber da es von der Selektion schwierig ist, alle zu probieren,
machen wir es uns etwas einfacher, selektieren einfach im Anbau schon, während der Vegetation, wenn die Pflanze üppig wächst oder praktisch rumkrepelt schon, die nehmen wir dann schon gleich wieder weg. Dann nachher nach der Ernte, wenn wir auf dem Feld so sehen, wie sie hier auf dem Haufen liegen, was hat sie tatsächlich an Ertrag gebracht. Und dann nachher würden wir in den anderen Jahren auch sehen, wie Resistenzen vorhanden sind, wie der Ertrag auch stabil ist, dass sie dann auch anbaubar sind und dann den Geschmack letztendlich. Und dann haben wir noch 10 oder 5% Variationen von den vielen Tausend, die wir dann in der Küche probieren. Und dann entscheidet wirklich knallharter Geschmack. Auch wenn dann eine Sorte top aussieht und riesige Erträge bringt, aber dann nicht schmeckt, dann will ich sie nicht haben. Im Bundessortenamt findet regelmäßig eine sogenannte Speiseprüfung statt. Konsistenz ist Zusammenhalt da, eine 6. Ja. Struktur ist eine 4, fein bis mittel. Mehligkeit eine 3, Feuchtigkeit 5. Und die Mängel im Geschmack kann ich nicht feststellen. Also ich glaube nur 2. Sehr angenehm. Ja. Die Prüfer wissen nichts über die Herkunft der Kartoffeln. Der Test soll objektiv sein. Also Farbe, danke. Farbe habe ich noch eine 4, Tendenz zur 3. Ich habe eine 3. Konsistenz 7. Was? Bisschen fest. Ja. Hat mir gebrickelt. Meine war ein bisschen lockerer. Mhm. Struktur 3 ist also ja. So cremig, keine Mehligkeit 2. Habe ich eine 3, ein klein bisschen mehr, aber... Aber sehr feucht, 5 bis 6, 5 und Geschmack noch 3. Ja, bei der Konsistenz war meine vielleicht ein bisschen lockerer geraten. Ja. Ich habe aber auch so zwischen 7 und 6 geschwankt. Ich habe jetzt auf 6 geschwankt. Okay. Unsere Aufgabe ist zu entscheiden, ist die Kartoffel gut, kann sie zugelassen werden und sie zu beschreiben in ihren Eigenschaften. Aus diesen Kriterien leiten wir dann den Kochtyp ab und teilen ja die Kartoffeln ein in festkochende, vorwiegend festkochende und mehlige. Ja, das interessiert ja den Endverbraucher. Der möchte ja wissen, wenn ich mir einen Kartoffelsalat mache, ist es eine festkochende Kartoffel oder wenn ich Kartoffelbrei möchte oder Kartoffelstampf, dass ich eine mehlig kochende habe. Das beurteilen wir mit diesen Kriterien natürlich auch. Die Geschmäcker sind natürlich verschieden. Wir beurteilen ja auch Mängel im Geschmack. Geringe Note heißt geringer Mangel. Note 2 ist das Beste, das wir vergeben. 1 lassen wir immer noch offen. Und eine Kartoffel, die Note 6 hat, die schmeckt dann schon nicht. Ansonsten ist es eigentlich, ja, wie sagt man, kartoffelig. Arteigen, angenehm, wohlschmeckend. Aber ich kann es nicht besser beschreiben. Kartoffelig, ja. Wie halt eine gut angenehme Kartoffel schmeckt. Der Züchter, der hier anmeldet, der kostet ja vorher auch. Und es gibt nun kaum noch Fälle, dass jemand eine Sorte anmeldet, die dem Züchter nicht schmeckt oder die den Leuten nicht schmeckt. Die wollen ja die verkaufen. Und wir können dann nur noch dann das gute Ergebnis bestätigen in der Züchtung oder etwas abmindern, so wie wir es feststellen. Über Geschmack kann man nicht streiten, besonders wenn er keine Rolle spielt. Aus Sicht des Bundessortenamtes ist die Züchtung der letzten Jahre eine Erfolgsgeschichte. Eine moderne deutsche Leistungskartoffel ist rund, oval oder rundoval, hat eine gelbe Farbe, auch innen. Um sie voneinander zu unterscheiden, muss man sehr genau hingucken. Eine neue Kartoffelsorte muss einen sogenannten landeskulturellen Wert besitzen. Das ist ein toller Begriff. Darunter verstehen wir, dass eine neue Sorte in einem Merkmal oder Merkmalskombination für den Anbauer oder für den Verbraucher besser sein soll, muss, wie die Sorten, die schon auf dem Markt sind. Wir haben hier zugelassene, alte zugelassene, neu zugelassene Sorten. Wir haben aber auch Erhaltungssorten, also alte Sorten aus der Genbank hier, um Ihnen das zu zeigen. Ein ganz was Altes und Vorform der Kartoffel ist die Weicha Solanum Tuberosum. So sahen die Kartoffeln in den Anden aus, sehen sie heute noch aus. Etwas nicht so glattschalig, wenn ich eine andere jetzt greife.
eine neu zugelassene Paroli, glattschalig, flache Augen. Flache Augen heißt, dass die Form, wo der Trieb, wo die Kartoffel wird ja vegetativ in der Regel vermehrt, wieder einen Trieb setzt, dass das sehr flach ist. Das heißt, dass ich wenig Schälabfälle habe und im Gegenteil zur Weicher habe ich tiefe Augen. Ich muss also viel mehr wegschälen und es bleibt nicht so viel über. Das ist ein Zuchtziel unter anderem neben vielen anderen Zielen. Heute ist der deutsche Bürger daran interessiert, eine tiefgelbe Kartoffel zu bekommen mit glatter Schale, wohlschmeckend, in der Regel vorwiegend festkochend, weil man mit diesen Sorten fast alles machen kann. Wenn wir über moderne neue Sorten reden, über die Art und Weise, wie Kartoffeln in Zukunft im Lebensmitteleinzelhandel gehandelt werden, dann bin ich fest davon überzeugt, dass wir mehr und mehr auf solche Verpackungen kommen, auf kleine Knollen, die mit Schale gegessen werden können und was einfach auch so lecker ist, dass als Snack gegessen werden kann, außerhalb der Hauptmahlzeit. In der Mikrowelle 5 bis 7 Minuten. Ja, und damit haben wir wirklich ein schnelles Produkt. Unser Wettbewerb ist Reis und Nudeln. Das ist die schnelle Küche. Niemand oder wenige Menschen mögen lange in der Küche stehen. Und da haben wir mit solchen kleinen Knollen, die schnell gasen, haben wir eben etwas, wo wir in diesen Garzeiten von Reis und Nudeln sind. Und damit bekommt die Kartoffel ganz bestimmt in der Küche wieder einen größeren Stellenwert als in den letzten Jahren. Die großen Züchter der Branche treffen sich auf Messen. Nice flesh color, yeah, nice so the people really like it. Yeah. Yeah. And the cooking quality is great. So this is one of these. Jörg Renatus ist Geschäftsführer von Europlant, Europas Marktführer im Kartoffelhandel. Der Zuchtkonzern Europlant besitzt in Deutschland über 120 Lizenzen. Das sind 60% aller zugelassenen Kartoffelsorten. Unterschiede bei den Sorten sind für Laien kaum auszumachen. Alles sieht sehr ähnlich aus. Und das scheint kein Zufall zu sein. Mein Ziel ist, dass die Kartoffeln mit Schale so gegessen werden können. Dann habe ich hier etwas Leckeres, wo Sie reinbeißen mögen. Nehmen Sie eine dieser älteren Sorten mit rauer Schale. Die essen Sie nicht mit Schale, weil das einfach auch nicht angenehm im Mund. Und von daher sind wir damit natürlich schon in der Züchtungsarbeit eine ganze Generation weiter. Die Geschmackseigenschaft bei den modernen Sorten, dass wenn ich unsere Sorten sehe, die im Moment im Markt sehr gefragt sind. Diese Sorten sind den alten Sorten in ihren Geschmackseigenschaften weit überlegen. Das sehen wir auch in vielen, vielen Testessen, die jedes Jahr stattfinden. Diese moderneren Sorten sind immer auf den vorderen Plätzen. Und die alten Sorten sehen Sie irgendwo hinten dran. Europlant produziert für die Masse, für Supermärkte und Schälmaschinen. Mit modernen Kartoffeln lässt sich nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt viel Geld verdienen. Wir hier in der wohlhabenden Welt, wir haben von allem genug und in allem Überfluss, wir brauchen gar nichts Neues mehr, alles prima. Aber wir müssen auch an die Menschen denken, die in weniger bevorzugten Verhältnissen leben. Und für diese Menschen züchten wir ja auch. Wir haben einen Klimawandel zu stemmen. Das ist eine unserer Aufgaben als weltweit tätiger Züchter. Verantwortung. Absolut, Verantwortung. Ja, wir haben Verantwortung für die Ernährung der, wenn Sie so wollen, sogar für die Ernährung der Menschheit. Ja, ich bin immer kein Freund von pathetischen Worten, aber das ist genau das, was wir tun. Wir schaffen Lebensmittel für eine wachsende Bevölkerung und das Ganze mit modernen Sorten, die umweltschonend produziert werden können. Und ich glaube, mehr kann man nicht tun als Unternehmen. Züchtung ist eine der Zukunftstechnologien schlechthin zum Erhalt der Ernährungssicherung von demnächst vielleicht 9 oder 10 Milliarden Menschen. Also ohne Züchtung ist das gar nicht vorstellbar. Deswegen ist ein gewisser Schutz des geistigen Eigentums auch zwingend notwendig, um diese Züchtung auch wirtschaftlich zu machen. Wir schützen das, was wir entwickelt haben. Also wir schützen es gar nicht. Wir schützen nicht, sondern das Bundessortenamt schützt. Aber nur das, was aus der Kombination und einer, wie ich es beschrieben habe, 10-jährigen Züchtungsarbeit, Selektionsarbeit neu entstanden ist. Das heißt, eine neue Kombination genetischer Eigenschaften, ganz klar beschrieben und immer nur unter der Voraussetzung, dass die Kombination der Eigenschaften besser ist als das gesamte existierende Sortiment. Das heißt, Sie müssen immer einen Fortschritt, objektiv messbaren Fortschritt bringen. Ansonsten bekommen Sie vom Bundessortenamt keine Sortenschutzzulassung. Wer sich nur für den Fortschritt interessiert, kann den Blick für das Gute verlieren. Züchter wie Uschi Reinhardt denken anders.
Gärtnern im Allgemeinen bedeutet ja, dass man in gewisser Weise bestimmen möchte, was man essen will. Das baut man an. Und wenn man aber angewiesen ist auf Saatgut, was im Handel angeboten wird, dann ist man eigentlich schon wieder ein bisschen eingeschränkt. Die Hauptmotivation, sich um alte Sorten und die Vielfalt zu kümmern, ist, dass man selber bestimmen möchte, was man auf dem Teller hat. Bei einer Zulassung muss eine Pflanze genauso aussehen wie die Nachbarpflanze auf dem Feld. Und dann muss sie von allen anderen Sorten unterscheidbar sein. Und unsere Sorten werden nicht so stark selektiert, unterscheiden sich manchmal innerhalb einer Sorte durch Wuchshöhe oder durch Größe der Früchte. Aber das macht eigentlich den Reiz aus. Das Saatgut muss in die Dose. Uschi Reinhardt hat ein paar hundert alter Sorten vor dem Aussterben gerettet. Allein für den Schutz dieser Sorten hätte sie über 70.000 Euro an Gebühren bezahlen müssen. 200 Euro pro Sorte. Um dann mit den angemeldeten alten Sorten zu handeln, wäre noch einmal eine jährliche Schutzgebühr von 30 Euro fällig. Pro Sorte. Unbezahlbar. Deshalb haben Vielfaltsbewahrer wie Uschi keine andere Wahl, als das bestehende Gesetz zu brechen. Wenn jemand jetzt sich nicht an die Regeln hält, ist er dann im Bereich der Illegalität oder ist er dann sogar kriminell? Im Straßenverkehr ein Vergehen zu verantworten haben, gibt es unterschiedliche Einstufungen. So ist das in anderen Rechtsbereichen auch. Was heißt das konkret? Das heißt ganz konkret, wer sich nicht an geltendes Recht hält, muss Sanktionen erwarten. So einfach sind die Dinge. Auch wenn es nur für 2 Euro ist. Okay. Wenn Sie Ladendiebstahl für 2 Euro begehen, werden Sie auch Sanktionen fürchten müssen. Besonders zum Frühjahr wird bestellt bei Uschi Reinhardt. In dieser Zeit bekommt sie schon mal 10 Anfragen an einem einzigen Tag. So ein Tütchen mit 20 Korn, Inhalt, kostet 2 Euro. Das kann sich jeder leisten. Und bei den Tomaten kommt hinzu, wenn man das dann richtig aufbewahrt, trocken, dunkel und kühl. Dann hält sich so eine Saat auch noch mal mindestens 5 Jahre. Das heißt, man muss nicht alle 20 Samen auf einmal dann auch aussäen. Alles, was wir tun, ist höchst illegal. Wir verstoßen gegen das Saatgutverkehrsgesetz, was vorschreibt, dass man Handel nur mit Sorten treiben darf, die auch eine offizielle Sortenzulassung haben. Es kann sein, dass uns mal jemand anzeigt und dann werden wir sehen, was passieren wird. Meine Empfehlung ist, wenn jemand gewerblich dort tätig sein will, dann ist ihm ein guter Rat erteilt, wenn man dann auch sich den Schutz dafür besorgt, damit er nicht von anderen unterlaufen werden kann in seinen Bemühen. Warum soll es illegal sein, ein Saatgut zu vertreiben, was in meinen Augen besser ist als das, was diese offizielle Zulassung hat. Wenn ein Züchter, auch wenn es so eine alte Sorte ist, diese vertreibt, dann muss der Erwerber ja auch halbwegs sicher sein, dass er nicht betrogen wird und etwas Unterjubel bekommt. Und deswegen ist es auch da sinnvoll, in diesem vereinfachten, kostengünstigen Verfahren einen gewissen Schutz zu schaffen. Und illegal ist
nicht nur der Verkauf, sondern auch ein Tausch der Sorten oder gar die kostenlose Weitergabe ist im Prinzip auch in den Handel bringen. Also so streng sind diese Gesetze. Und diese Umsätze rechtfertigen nicht, eine Sorte überhaupt zuzulassen. Und wenn er das nicht bezahlen kann? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe noch mal darauf hingewiesen, dass die Gebühren sehr bescheiden sind. Wissen Sie, wie hoch die liegen? Nein. Ich bin inzwischen Rentnerin. Meine Rente ist sehr, sehr schmal, aber in Kombination lässt es sich leben. Es lässt sich nicht gut leben, es lässt sich aber frei leben und selbstbestimmt leben. Und das ist mir eigentlich wichtiger als alles Geld der Welt. Ich kann nicht gegen Goliath kämpfen, weil das ist eine Riesenmacht. Eine Dynamik in Bewegung schubsen, das kann ich nicht machen. Das können nur alle machen. Alle, die ein Bewusstsein dafür haben, die können das machen. Ich kann etwas anschubsen, aber mehr kann ich nicht machen. Wie kann es denn sonst funktionieren, dass Kulturpflanzenvielfalt erhalten bleibt, die Freiheit des Verbrauchers, selbst entscheiden zu dürfen, was sie essen möchten, erhalten bleibt oder wieder mehr ausgebaut wird, wenn wir das nicht selbst machen und nicht auf andere warten? Also das kann nur durch die Vielfalt von Menschen, also viele, viele Menschen sein, die sich dafür einsetzen halt. Für kleine Züchter ist es unmöglich, sich an das Gesetz zu halten. Sie müssen es brechen, denn sie sehen in den Pflanzen keine Ware, sondern ein Erbe, das es zu erhalten gilt. Die Bauern und Gärtner sind seit 10.000 Jahren unsere Pflanzenzüchter. Die wussten ja viel mehr als das, was wir wissen. Die wussten, was ihnen gut tut, wo sie gut mit klargekommen sind. Und das war einfach auch ein fester Bestandteil der Ernährung, weil es einfach viele andere Sachen gar nicht gab. Aber dass da im Grunde genommen unsere ganze menschliche Geschichte drin steckt, Generationen von Menschen, die vielleicht da was ausgelesen haben, damit gelebt haben, das gegessen haben, das sehen wir da drin ja gar nicht. Und ich glaube, wenn uns das immer mehr bewusst wird, dann wird dieser Kulturschatz immer größer. Und so nehme ich das nämlich auch wahr. Das ist eine Dynamik, das ist etwas, was lebt, was nicht starr ist, sondern was sich immer weiterentwickelt. Und ich bin mir sicher, dass diese Art der Betrachtung wird in Zukunft eine viel größere Bedeutung kriegen, weil das Lebendigkeit ist. Und die gilt es zu retten. Wir können Arbeit reinstecken, wir können es betrachten, wir können es essen, wir können es auch sterben lassen. Wir können es auch blühen lassen, wir können es auch als Schönheit empfinden. Es gibt ganz viele Ebenen, die wir da drin entdecken können. Ich glaube, wir müssen reingehen. Ja.